Ja, herzlich willkommen hier am Goldberg in Selb. Wir sind wieder im zweiten Septemberwochenende, das heißt seit 10 Jahren Festival Mediawall. 10 Jahre, boah, das ist was. Seit 10 Jahren hüpfen wir hier rum und schuld ist der Mann hier, unser Blackie. Der kam irgendwann nach Selb und war der Meinung, er müsste hier ein Mittelalterfest veranstalten, und zwar das größte Mittelalterfestival Europas. Verrückte Idee, aber gar nicht so dumm, weil es funktioniert. Grüß dich erstmal, Blackie. Hi. Servus. Es funktioniert und es wird jedes Jahr größer, besser, schöner. Definitiv, ja. Und ihr seid da fleißig am Werkeln wieder. Ihr seid jetzt seit einer Woche circa da. Es ist alles am Laufen, gehe ich davon aus. Ich sehe, die Helfer wuseln fleißig rum. Und jetzt erzähl uns doch mal in kurzen, knappen Worten vielleicht, was uns zum 10-Jährigen denn so Besonderes erwartet. Also ich wollte den Kreis schließen, also wieder back to the roots zum Anfang. Das heißt, ich habe halt ganz viele Bands aus den ersten 2 Jahren eingeladen, plus ein paar Specials halt in Extremo hatten wir noch nie. Die kommen jetzt endlich mal. Ne? Das wurde schon lange gewünscht, ja. Ja, definitiv, ja. Das wird natürlich ein Hammerkonzert. Ne? Besonderes. Wir haben wieder ein paar neue Sachen. Also, das Besonderste ist wohl das Literaturzelt. Also ganz oben hinter dem Kriegerdenkmal kommen lauter bekannte Autoren von Fantasy- und Mittelalterliteratur und lesen da. Okay. Bücher auch erwerben und so. Aber das ist also für die Intellektuellen unter euch, wo wir uns natürlich alle mit dazu zählen. Also ich lese tatsächlich sehr gern. Insofern, da könnt ihr mal die Leute, die diese tollen Bücher schreiben, auch mal höchstpersönlich kennenlernen. Ja, und das sind wirklich namhafte Leute dabei, ne? Ja, Tommy Grabweis, Markus Heinz oder eben auch ehemalige und jetzige Träger vom Deutschen Fantasy-Preis und so. Also das ist schon ein sehr hochwertiges Programm. Okay. Ja. Und was gibt es sonst noch drumherum? Natürlich die Standardsachen, unsere Märkte, die auch mit Sicherheit wieder tolle Sachen bieten. Die Fressmeile, die funktioniert jedes Mal sehr gut. Also man sieht es, ich bin jedes Mal vor und nach dem Mediawall gut genährt. Das kann ich das ganze Jahr davon zehren. Ist ja auch sehr abwechslungsreich. Ja, absolut. Also da gibt es super leckere Sachen. Mhm. Dann haben wir natürlich jede Menge Bühnen wieder. Was sind denn so die Highlights auf den Bühnen dieses Jahr? Du hast ja schon ein bisschen was aufgezählt, aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche besonderen Schmankerl. Ja, es gibt eine Bühne, über die verrate ich noch nichts, das ist die Blackstage. Mhm. Da sieht man von außen dann gar nichts. Da muss man dann reingehen, um zu sehen, was da drin passiert. Okay, die Blackstage. Also es ist dunkel drin. Es ist also ein Festival Mediawall Darkroom. Oh. Das wird mir gefallen. Ne? Regelpiz mit anfassen. Ja, es ist eine Theatergruppe, die das dann bespielt. Okay. Aber wie gesagt, das machen wir als Überraschung. Wenn man nicht reingeht, weiß man nicht. Alles klar. Das werden wir im Nachhinein dann für die leider nicht kommen können, dann mit Sicherheit mal dokumentieren. Aber kommt am besten hierher. Schaut euch das schon mal an. Ja, dann natürlich Faun kommt zurück. Faun, jawohl. Ja, da freuen die wir haben uns einen kometenhaften Aufstieg gemacht. Ja. Vorher schon immer hier gespielt und inzwischen wirklich, ja, also auch groß in den Medien. Mhm. Ja, klar. Und ja, ansonsten, ja, Donnerstag ist halt dann Corpus Corax und Sonntag Omnia, das sind dann die 4 Headliner-Konzerte, würde ja ich sagen. Ne? Feuerschwan spielt auch am Donnerstag, also Feuerschwan Donnerstag sind schon 2 wirklich Mega-Konzerte, muss man sagen. Feuerschwan, glaube ich, hat auch eine neue Scheibe. Ja, kann sein, das bin ich aber jetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich so, was man so ein bisschen immer mal liest, auf Facebook auch und so weiter. Ja, es gibt einige Bands, die hier Bandjubiläen feiern, so 10-jähriges oder 15-jähriges, 2 oder 3 CD-Releases. Also okay. Man merkt schon, wie auch das Festival für die Bands wichtig ist, ja, wenn die so Sachen bei uns machen. Absolut, ja. Das kann man definitiv so sagen. Ja, Omnia am Sonntag natürlich wieder, ein Festival Mediawall ohne Omnia in den 10 Jahren irgendwie kaum vorstellbar. Diesmal das Abschlusskonzert. Diesmal als Abschlusskonzert, gut, aber das ist dann halt so nach 10 Jahren, aber das ist halt immer wieder ein Highlight. Ja, in Extremo am Samstag, ganz klar, da wird, glaube ich, hier alles gerammelt voll sein, gehe ich davon aus. Also von den Tagestickets ist kein großer Unterschied zwischen Freitag, Samstag, Sonntag. Tatsächlich, das ist erstaunlich. Aber gut, vielleicht natürlich die Kurzentschlossenen, die dann möglicherweise, sehen, also ja, die Möglichkeit habt ihr alle natürlich, ganz kurzentschlossen, wer jetzt noch keine Tickets hat, kann die zum einen immer noch holen, weil hier das Ding ausverkauft zu haben, auf dem mega großen Gelände,
Das ist eine Ultra-Herausforderung, das ist also wirklich schwierig. Aber unabhängig davon, es gibt immer Tickets. Also das ist das Schöne auch. Es gibt kein Festival hier, wo man nicht dann nochmal kurzfristig entschlossen hingehen kann und für jeden Tag auch ein Einzelticket holen kann. Ja. Also tut das einfach, wenn ihr euch am Freitagabend, Donnerstagabend, Samstagabend oder Sonntagabend oder über den Tag natürlich befähigt fühlt, hierher zu kommen. Ihr könnt euch kurzfristig auch ein Ticket holen an der Abendkasse. Und wenn man kein Geld ausgeben will, kann man an die Goldbergbucht draußen gehen, die ist ohne Eintritt. Genau, die gibt es natürlich auch. Das ist auch ein ganzen Tag Programm mit Musik und Gaukler und Hexe und Pipapo und genau, das ist der eigenes Kinderzelt und so. Das ist das, was ich euch jetzt als nächstes ans Herz gelegt hätte, wer mal reinschnuppern möchte. Ich sage euch gleich, die meisten gehen dann auch hier rüber. Das ist einfach so. Aber wer mal reinschnuppern möchte und möchte erstmal keinen Eintritt zahlen, der geht runter in die Goldbergbucht. Da sind die Piraten. Und die machen da ganz coole Sachen und da gibt es eigentlich für Jung und Alt jede Menge zu sehen und zu hören. Ja. Und auch das Los ist vermutlich wieder da. Na klar, mit mit viel Rum. Ja, und da gibt es coole Jungs. Wir haben eine neue Schenke gebaut, also unser Ausschrank ist jetzt richtig schön groß. Alles klar. Rum zum Rumkugeln. Jawohl. Ja, Blacky, sonst noch irgendwelche Highlights? Natürlich ein toller Kinderbereich da unten auch immer. Da ist am Spielplatz ist immer was los für Kinder. Also ihr müsst nicht alleine kommen, ihr könnt auch gerne mit den Kindern kommen. Gibt es eine Möglichkeit, die Kinder hier auch abzugeben mal und dann mal allein rumzulaufen? Gibt's sowas? Das ist versicherungstechnisch extrem schwierig. Schwierig, okay. Ja. Naja, gut, schade. Aber das wäre vielleicht noch was für die Zukunft, wenn man dann sagt, okay, da gibt es vielleicht mal eine Lösung. Dann muss man mal sehen, ob da nicht vielleicht sich irgendwas tut. Aber ansonsten, oder lasst die Kinder einfach zu Hause, kommt ihr her und habt Spaß dann mit den Bands und uns. Und wir wuseln hier überall rum. Und man sieht auch den Blacky immer wieder rumwuseln und grinsend auf der Bühne stehen oder an seinem Platz neben der Bühne. Also das ist auch immer schön, vor allem dann am Schluss, wenn er dann grinsend oben steht und feststellt, es hat wieder alles funktioniert. Ja, Blacky, vielen Dank erstmal. Sieht sehr gut aus. Ja, glaube ich auch. Viele Helfer, das Wetter wird sich halten. Genau, wir haben jetzt mehr Sonne. Mehr Besucher als jemals zuvor. Also gerade wird so das Seil fertig gemacht, um die Sonne festzubinden und die zu halten. Tut mir leid für die anderen außenrum, die Sonne gehört jetzt erstmal uns bis zum Sonntag bzw. Montag nach dem Festival oder vielleicht noch am Dienstag auch noch für den Abbau ist das gar nicht so schlecht. Und dann genießen wir hier das Festival Mediawahl zum 10. Mal. Vielen Dank, Blacky, für die ganzen 10 Jahre. Das sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für alle hier. Wirklich, das ist eine geile Idee gewesen, dieses Festival. Wir werden es wieder genießen. Ihr dürft es mit uns genießen. Und jetzt dürft ihr mal reinschauen in diesen Trailer 10 Jahre Festival Mediawahl. Da seht ihr einiges, was hier schon mal los war und auch was am Anfang 2008 zum Beispiel für Bands gespielt haben. Viel Spaß und vielen Dank, Blacky. Dann auf ein schönes Festival. Auf ein schönes Festival.